Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die russischen Streitkräfte beschuldigt, verlassene Gebiete vermint zu haben. So hätten die Russen Landminen, Stolperdrähte sowie verminte Gebäude, Autos und Infrastruktur hinterlassen. Die ukrainischen Gegenangriffe hatten die russischen Truppen in einigen Regionen zum Rückzug gezwungen. Das ist vielleicht noch schlimmer und hinterhältiger als Raketenterror, so der ukrainische Präsident. Selenskyj gedachte in seiner Videoansprache vier getöteten Polizisten, die in der Region Cherson durch Landminen getötet wurden.